Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich über Skype wieder eingefunden mit einigen Brüdern und Schwestern, um die nächste Lesung, die, wenn ich mich nicht irre, inzwischen siebte Lesung des Buches Herrscher des Bösen in Angriff zu nehmen. Stefan und Viktor sind in der begleitenden Gruppe hier mit ihren Mikrofonen freigeschaltet, um mich dabei zu begleiten und um mir störende Fragen zu stellen. Haha, nein, natürlich nicht störend, aber eben um Kommentare mitzugeben, Fragen zu stellen und so weiter, um eben aktiv an der Lesung teilzunehmen. Stefan, ohne den wir diese Aufgabe hier wahrscheinlich niemals bewerkstelligen würden, weil er hat im Grunde das Buch schon mal anfänglich übersetzt. Und Viktor, der sich immer so unglaublich viel Arbeit macht, alles bis ins Detail wirklich hundertprozentig super gut vorzubereiten, extra Übersetzungen macht und alles drum und dran. Ich kann den Menschen gar nicht genug danken, aber das wird der Herr dann schon für mich übernehmen und wird es tun. Also möchte ich erstmal die beiden begrüßen, Stefan und Viktor, herzlich willkommen zur Sendung heute Abend. Hallo Stefan, alles gut? Hallo Jörg, ja, vielen Dank für die warmen Worte. Ja, wir lesen heute das zweite Kapitel von Herrscher des Bösen. Missionarische Anpassung ist, denke ich mal, mit das kürzeste Kapitel im Buch. Aber wie du eben schon gesagt hast, eins, was es in sich haben wird, meiner Meinung nach. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Lesung und ja, würde da nicht allzu viele Worte weiterhin verlieren und das Wort weiter an Viktor geben. Ja, moin moin und hallo aus Hamburg. Ich bin auch mal wieder sehr froh, mit euch verbunden zu sein und sage auch an der Stelle noch hallo an den Rest der Runde, da wir ja gerade die wunderbare Lesung Romanismus und die Reformation verfolgen konnten, durften. Auch nochmal an der Stelle herzlichen Dank an den Übersetzer dafür, der sich diese tolle und auch sehr anspruchsvolle Aufgabe auf sich genommen hat. Das kann ich ganz gut aus eigener Erfahrung kann ich da drüber sprechen und weiß daher auch wirklich das zu schätzen. Und ja, so denn lasst uns doch anfangen mit der nächsten Lesung von Herrscher des Bösen. Genau das werden wir jetzt tun. Wie Stefan bereits angekündigt hat, geht es um Kapitel 2, missionarische Anpassung. Ein kurzes Kapitel, aber es gibt einige, was ist das denn hier? Es gibt einige Dinge, die man daneben auch noch erwähnen kann und besprechen kann und wir werden dann sehen, wie weit uns die Füße heute hier tragen, weil ich habe noch was Besonderes vorbereitet. Also, Herrscher des Bösen. Nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Kapitel 2, missionarische Anpassung von Tapasauce. Er schreibt, nur sehr wenigen Menschen scheint bewusst zu sein, dass die römisch-katholische Kirche von Amerika offiziell als Staat anerkannt wurde. Im Folgenden nun die interessante Geschichte, wie es dazu kam, nachdem ich hier die kleine Note vorgelesen habe, die uns noch einmal zurückbringt an das Zitat von dem Bischof Mendel Creighton, der das erste Kapitel dieses Buches eingeleitet hat, mit seiner Aussage, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat. Also, es ist nicht Tapasauces Wort, der das hier sagt, die katholische Kirche von Amerika offiziell als Staat anerkannt, nein, die katholische Kirche ist ein Staat, nach Aussage eines eigenen römisch-katholischen Bischofs. Wie kam es dazu? Nun, zu Beginn seiner Amtszeit wurde Ronald Reagan, der große Verräter der Vereinigten Staaten von Amerika, wie wir ja gut in der extra dreiteiligen Lesung der Heiligen Allianz gelehrt haben, wurde zum Papst in den Vatikan eingeladen. Alle neu gewählten Präsidenten übrigens erhalten eine Einladung in den Vatikan. Warum habe ich eine Einladung grün angestrichen? Es gibt Einladungen, wenn man denen nicht Folge leistet, dann haben die ganz schwere Konsequenzen. Und nicht nur die neu gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten, sondern vor allen Dingen alle neu gewählten Staatsoberhäupter eines jeden anderen Landes müssen auch beim Papst antanzen. Weil schließlich müssen sie den Papst als ihre Autorität erkennen. Weil sie setzen nicht die Politik des Volkes durch, dessen Landes sie gewählt worden sind und das sie eigentlich vertreten sollen. Das vertreten sie nicht, das zertreten sie, weil sie ihre Treue dem Vatikan schenken. Weil sie, wie in Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 gesagt ist, die Könige dieser Welt haben Unzucht mit der Hure betrieben. Und die Bewohner dieser Welt wurden trunken von dem Wein dieser Unzucht. Und diese Unzucht bestätigen die Präsidenten, in diesem Fall von den Vereinigten Staaten von Amerika, nach ihrer Wahl durch in den Vatikan zu gehen
und dem Papst, zumindest offiziell, was wir vor Kameras sehen, die Hände zu küssen. Und was sie sonst noch machen, das sehen wir meistens nicht, aber das bleibt eurer schmutzigen Fantasie überlassen. Seine Heiligkeit, das hätte man hier eigentlich in Anführungsstriche machen müssen, reagierte äußerst positiv darauf. Und die neue Botschaft oder auch die apostolische Botschaft des Heiligen Stuhls begann am 10. Januar 1984 offiziell die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Nun, ich habe das jetzt nicht besonders vorbereitet, also werde ich das freihändig ein wenig kurz sprechen. Vielen Leuten ist nicht bekannt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 1867 und 1984 keine diplomatischen Beziehungen offiziell miteinander hatten. Offiziell. Inoffiziell hatten sie sie. Es gab immer persönliche Abgesandte der amerikanischen Präsidenten. Zumindest weiß ich das bis auf Woodrow Wilson zurückgehend, der ja zur Zeit des Ersten Weltkrieges Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war, die immer einen persönlichen Abgesandten beim Papst hatten. Aber die offizielle Aufnahme diplomatischer Beziehungen wurde erst 1984 wieder durchgezogen. Davor war sie im Grunde beendet worden, 1867, weil nämlich mit dem Beschluss der Hunter-Kommission, die damals die Zusammenhänge dargelegt hat zwischen den jesuitischen Rollen, die gespielt haben bei dem Anschlag auf den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, als diese Hunter-Kommission zu ihrem Entschluss kam, damals die amerikanische Regierung den Schluss mehr oder weniger hat ziehen müssen, dass sie mit der römisch-katholischen Kirche, die durch die Jesuiten ja hinter dem Anschlag von Abraham Lincoln eigentlich stand, natürlich keine diplomatischen Beziehungen haben könnte, offiziell, dürfte, sollte. Ja, und deswegen wurden diese offiziellen diplomatischen Beziehungen 1867 abgebrochen. Sie wurden natürlich im Laufe der nächsten 50 Jahre heimlich wieder eingeführt, aber offiziell wurden sie erst wieder eingeführt 1984. Und ausgerechnet, wie gesagt, ich holte gerade Woodrow Wilson an, und der erste Botschafter an den Vatikan hieß zufälligerweise dann auch Wilson. Nun, das nur mal eben für diejenigen, die in der Geschichte nicht so belesen sind in der Hinsicht. Und es ist schon mal interessant, sich da einige Bücher zu besorgen. Leider kann ich da nur englische empfehlen, weil die deutsche Übersetzung von Charles Chiniquis Buch 50 Jahre in der Kirche Roms, das es zwar in Deutsch gibt, kann ich absolut nicht empfehlen, weil da verschiedene Kapitel rausgestrichen wurden von Schlachter. Ja, der die Bibel auch gemacht hat, mit dem Hinweis, ja, nach dem ersten Kapitel, also wir wollen jetzt doch nicht das ganze Buch übersetzen, weil jetzt folgen ein paar Kapitel, die könnten eventuell ein wenig die römisch-katholische Kirche in ein böses Licht stellen und das wollen wir nicht. Also die deutsche Übersetzung dieses wundervollen Buches von Charles Chiniquis, 50 Jahre in der Kirche Roms, ist in Deutschland eine verfälschte Übersetzung. Deswegen kann ich es niemandem anraten, das zu lesen. Muss man halt Englisch können, das Originale lesen können. Und wenn man solche Bücher und ähnliche Bücher aus derselben Zeit liest, dann kann man sich darüber erkunden, wie die Vereinigten Staaten von Amerika damals die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl, wie es im Deutschen heißt, abgebrochen haben und dann halt 1984 erst wieder installiert haben. Das ebenso weit. Hatten meine beiden Begleiter hier irgendeine Bemerkung zu, dann bitte ich um eine Wortmeldung, ansonsten werde ich jetzt weiterlesen. Unmittelbar danach, fährt der Autor fort, wurde vom amerikanischen jüdischen Kongress, dem Vereinten Baptistenkomitee für öffentliche Angelegenheiten, den Siebenten-Tags-Adventisten, dem Nationalrat der Kirchen, dem Nationalverband der evangelikalen Christen und dem Bündnis Amerikaner vereinigt für die Trennung von Kirche und Staat gegen Präsident Reagan vor dem Bezirksgericht in Philadelphia eine offizielle Beschwerde eingereicht. Ja, warum denn das? Weil die römisch-katholische Kirche hier ein Vorrecht hat gegenüber allen anderen. Weil die gerade genannten Kirchen hier, die Baptisten, die Methodisten, die Siebentags-Adventisten, alle Sorten, selbst Lutheraner, sonstige Kirchen, keine einzige Kirche hat eine diplomatische Vertretung in einem anderen Staat. Aber die römisch-katholische Kirche hat das. Warum?
Weil wir bereits gelesen haben, die römisch-katholische Kirche ist offiziell ein Staat. Und ein Staat muss natürlich diplomatische Beziehungen mit anderen Staaten unterhalten und hat dafür Vertretungen oder Botschaften. Ja, aber das passt den anderen Kirchen nicht, weil die römisch-katholische Kirche ist ja eine Kirche. Nee, das verstehen sie nicht. Sie verstehen nicht die Zusammenarbeit zwischen weltlicher und geistiger Wirkung in der römisch-katholischen Kirche. Also sie verstehen nicht, dass die römisch-katholische Kirche an erster Stelle eine politische Macht ist. Sie verstehen es, aber naja. Die Kläger wollten vom Gericht feststellen lassen, dass die US-Administration verfassungswidrig gehandelt habe, indem sie dem römisch-katholischen Glauben Privilegien gewährt habe, die anderen religiösen Einrichtungen vorenthalten sind. Am 7. Mai 1985 jedoch wurde die Klage vom obersten Richter John Fulham abgeschmettert. Er entschied, dass es nicht in der Zuständigkeit eines Bezirksgerichts liege, in die außenpolitischen Entscheidungen der Exekutive des Landes einzugreifen. Der römisch-katholische Bischof James W. Malone, Präsident der US-katholischen Konferenz, lobte die Entscheidung Fulhams und stellte fest, dass dies kein religiöses Thema, sondern eine öffentlich-politische Frage sei. Die Kläger legten umgehend Berufung gegen Fulhams Urteil an. Ja, damit geht es dann natürlich an eine höhere Instanz und diese nächsthöhere Instanz wies die Berufung ebenfalls ab, bemerkte jedoch, dass, Zitat, die einzigartige Position der römisch-katholischen Kirche mit der Kontrolle über ein souveränes Territorium ihr Vorteile biete, die anderen religiösen Organisationen vorenthalten blieben. Ja, also mit anderen Worten, übrigens hier in der Fußnote ist immer das Dokument angeführt, das dieser Beschreibung hier zugrunde liegt. Mit anderen Worten, wenn, sage ich jetzt mal, die Methodistenkirche auch einen eigenen Staat hätte irgendwo, wo auch immer das sein soll, dann könnte sie dieselben Vorteile haben. Das Problem ist, keine andere Kirche hat irgendwie auch noch irgendeinen Staat. Die römisch-katholische Kirche hat aber den Vatikan. Und das ist der große Unterschied. Und deswegen ist sie eben in einer einzigartigen Position gegenüber allen anderen Kirchen. Ja, das ist sie sowieso, weil sie ist die große Hure Babylons. Nun, die apostolische Nunziatur, also das ist die vatikanische Botschaft mit anderen Worten, in der Massachusetts Avenue Nummer 3339, sehr interessant, weil 3 mal 3 ist 9, plus 9 ist 18, 3 mal, 18 ist 3 mal 6, 666, Numerologie ist ja für viele Menschen so interessant. Diese vatikanische Botschaft versetzte den Pontifex Maximus, also den höchsten Brückenbauer, somit in die Lage, die amerikanische Zivilregierung effektiver zu überwachen und öffentliche Politik durch katholische Laien zu steuern und zu beeinflussen. Tja, wir erinnern uns doch wohl noch an das erste Kapitel, wo wir darüber gelesen hatten, wie all die katholischen Laien im Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 dazu aufgerufen wurden, ihre Arbeit der Stärkung der katholischen Interessen in dem Land zu widmen und wo wir die ganzen verschiedenen politischen Aufgaben herangezogen haben. Da gehen wir da nochmal eben hin, in Kapitel 1, das sehen wir ja hier. Ist das doch alles aufgenannt, ne? Die Zusammenarbeit in den Bereichen Kommunikation, Telekommunikation, Energie, Medizin, Gesundheit, Mietdienstleistungen, Kleinunternehmensverwaltung, internationale Kommunikation, Wirtschaft, Handel, Versicherung, Wohnungswesen, Lohn, Preiskontrolle und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das liegt unter dem Vorsitz dieser römisch-katholischen Laien. Hatten wir ja bereits besprochen. So, und nichts anderes ist das im Grunde auch, was wir jetzt hier in diesem zweiten Kapitel besprechen. Es ist nichts anderes. Ja? Hier kommt eben das wieder und deswegen ist es so wichtig, immer das ganze Buch zu kennen und zu lernen und zu studieren. Ja? Diese apostolische Nunziatur war im Grunde dazu da, um die Zivilregierung der Vereinigten Staaten von Amerika effektiver zu überwachen und öffentliche Politik durch katholische Laien zu steuern und zu beeinflussen. Einer dieser Laien übrigens, wie wir ja auch gerade oben angeführt eine ganze Liste gesehen hatten, war der oberste Richter Fulham. Seine Konfession und damit seine Befangenheit als römischer Katholik
entzog sich leider der Aufmerksamkeit der Ankläger. Och, da hat keiner drauf hingeschaut. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Ha? Ich glaube, man denkt auch immer so, oder man schaut auch so, wie weit man gehen kann, ne? Ja, wir stecken mal eben den Fuß ins Wasser und merken, wie kalt es ist, ne? Oder wie tief es ist, ne? Ja, richtig, ja, so eine richtig, genau. Einfach ja, immer zu beobachten, wie, inwieweit das ja von der Öffentlichkeit dann reflektiert wird auch, ne? Und die Resonanz ist. Wie hat Jean-Claude Juncker das gesagt, Viktor? In der Lesung hinter den Diktaturen? Ja, wir stellen jetzt erstmal irgendwas in den Raum. Ja, genau. Warten ab. Ne, wenn es dann passiert, keinen großen Aufschrei ja, gibt. Genau, dann machen wir weiter und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr, genau. Genau so hat er das gesagt. Ist doch wunderbar, wie man das so, weißt du, diese selbe Linie, wie sie sich so durch die verschiedenen Bücher durchzieht, ne? Wie man das hier und da überall erkennt. Ja, das ist immer so ein wiederkehrendes Muster. Genau, und ja, das war das Wort. Ich finde auch immer, dass man auch mehr und mehr auch, also je mehr man sich auch mit deinen Videos beschäftigt und dann auch mit der Bibel natürlich an allererster Stelle, wird man sehr schnell feststellen eigentlich, das dauert gar nicht so lange, fand ich zumindest bei mir, dass es auch kein jüdisches Reich gibt, was hintenrum links, sage ich mal, ja, alles infiltriert hat und die Fäden zieht, sondern die Fäden, die zieht der wie sagtest du gerade, der höchste, der größte Brückenbauer, ne? Ja, der Pontifex Maximus. Der größte Brückenbauer, ja. Ja, ich habe ja nicht für nichts das Buch gelesen, Alle Wege führen nach Rom. Obwohl das Buch im Titel ein Fragezeichen hat, habe ich ja gleich in meiner ersten Lesung gesagt, ersetzt das besser durch ein Ausrufezeichen, ne? Alle Wege führen nach Rom. Ja. Genau da führen sie hin. Nicht nach Jerusalem. Noch nicht. Schlussendlich will der Papst natürlich in Jerusalem sitzen, aber das ist wieder eine andere Frage. Ja, also, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Nach der gleichen Art und Weise nämlich herrschte dasselbe Imperium über das heidnische Rom. Die höheren Beamten waren Priester der verschiedenen Götter und Göttinnen. Beispielsweise wurden Geldangelegenheiten von Priestern der Göttin Moneta verwaltet. Priester von Dionysos verwalteten die Architektur von Friedhöfen, während Priester von Justitia mit ihren verbundenen Augen, dem Schwert in der rechten und der hochgehaltenen Waage in der linken Hand die Zuständigkeit über die Gerichte innehatten. Da wollen wir uns doch mal eben ein Bild zu anschauen. Und nein, nicht das Bild, das ihr jetzt erwartet. Ich überrasche mit etwas Neuem. Nämlich, ja, zumindest wenn ihr das hier findet. Ja. Gut, da müssen wir halt nicht den Nachnamen nehmen. Dann müssen wir Antonin nehmen. Ach ja. Der Computer. Ich habe ihn zwischendurch mal wieder gereinigt. Jetzt findet er das wieder nicht. Mensch, nochmal. Was habe ich denn hier gesagt? Ist das dann unter Justice? Das kann doch wohl echt nicht wahr sein, dass ich das jetzt hier nicht finde. Ich habe das Bild doch extra vorbereitet vor ein paar Tagen. Das ist sowas. Mann. Unter welchem Namen steht das hier drin? Also, wir lesen erstmal in dieser Fußnote hier. Weil wir haben ja gesprochen über die Waage. So wie die römischen Priester den Namen des Gottes oder der Göttin, der sie dienten, traditionell benutzten wie ihren eigenen, nehmen Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Bezeichnung der Göttin Justitia, wie in Mr. Justice Antonin Scalia an. Scale. Waagschale. So, ich meinte doch, dass ich von dem hier das Buch vorbereitet habe. Das Bild vorbereitet hatte. Müsste mir ja ganz fürchterlich geirrt haben hier. Manchmal irre ich mich auch wirklich ganz fürchterlich. Aber wenn wir mal eben hier das Bild sehen von 2007, da ist er schon nicht mehr mit bei, ne? Nee, natürlich nicht. Das ist viel zu neu. Gut. Ja, dann kann ich das jetzt hier nicht nachliefern. Dann haben wir hier halt Justitia. Also du suchst den Namen von dem, oder das Bild von dem, ich von dachte, der Person? Ich oder? Dachte, dass ich von Antonin Scalia ein Bild auf dem Computer hätte. Habe ich aber anscheinend nicht gemacht. Also gut, dann suchen wir halt hier die Justitia, ne? Die ja meistens selbst noch blind ist, ne?
die auf der einen Seite halt hier das Schwert hält und auf der anderen Seite die Waagschale hält. Und eine Waagschale im Englischen ist Scale. Ja? Und der Richter hier aus dem Bundesgerichtshof in Amerika heißt Justice Antonin Scalia. Also Scale von Waagschale. Ja? Wenn man halt den Vorsitzenden dieses US Supreme Courts nimmt, mit dem Namen Scale, dann verweist das hier auf die Justitia. Das ist mein Punkt. Ich hatte nur anscheinend kein Bild von ihm vorbereitet, sondern hätte hier halt die Waagschale nehmen müssen. Gut. Kann mal passieren. Also, ich glaube, das ist ziemlich deutlich, ne? Dem Schwert in der rechten, wie wir hier sehen, und der hochgehaltenen Waage in der linken Hand. Die Zuständigkeit über die Gerichte. Und der Vorsitzende des US Supreme Courts zu der Zeit hieß Antonin Scalia, Scale, Waagschale. Da hat man den Punkt, den ich machen wollte. So. Hunderte von priesterlichen Orden, bekannt auch als das Heilige Institut. Magisterium ist es im Englischen. Und das ist ganz wichtig zu begreifen. Das Magisterium, Magi, kommt nämlich wieder von Simon Magus aus der Bibel, Apostelgeschichte 8. Diese Hunderte von priestlichen Orden, auch bekannt als das Heilige Institut, leiteten eine Vielzahl von Regierungsbehörden, unter anderem das Justizsystem und Bauwesen, die Reinigung und Reparatur von Brücken. Keine Brücke konnte damals in Rom natürlich gebaut werden, ohne den Segen des obersten Brückenbauers, dem Pontifex Maximus. Gebäuden, Tempeln, Schlössern, Bäden, Häfen, Landstraßen und Mauern und Wällen von Städten und Grenzen von Ländern. Alles wurde von diesen Regierungsbehörden kontrolliert, die im Grunde das Heilige Institut darstellten. Priester haben die Pflasterung und Reparatur von Straßen und Wegen geleitet. Sie haben sie nicht selbst gepflastert, da haben sie andere Leute für. Beaufsichtigten die Terminplanung und die Ausbildung der Jugend und regelten Maßeinheiten, Gewichte und den Wert des Geldes. Nun, das ist in Rom damals so gewesen und das ist auch heute noch so in Rom. Wo ist das denn in der Bibel festgeschrieben? Ich meine in dem Buch Numeri, das dritte oder vierte Buch Mose. Da regelt Gott die Maßeinheiten, Gewichte und den Wert des Geldes. Richtig? Da kommen wir auch noch später zu. Dankeschön. Aber das ist doch mal ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier schon mal anhören können, dass hier das Römische Reich mit deren Priestern, die im Namen der heidnischen Götter und Göttinnen sich das anmaßen, das hier zu tun. Sie feierten und bestätigten Geburten, Taufen, die Pubertät, rituelle Waschungen, die Beichte, Adoleszenz, die Eheschließung, Scheidung, Tod, das Begräbnis, die Exkommunikation, die Heiligsprechung, Vergötterung, Adoptionen in Familien, Stämme und Adel. Also mit anderen Worten, sie feierten und bestätigten das ganze Leben der Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Formulare, Formulare. Die Leitungs- und Verwaltungshoheit über Bibliotheken, Museen, geweihte Länder und Schätze, als auch die Registrierung von Waren, Logos und Symbolen gehörte zu ihren Aufgabenbereichen. Priester waren verantwortlich für die öffentliche Anbetung, die Ausrichtung von Festen, Spielen und Zeremonien. Außerdem schrieben und verwahrten sie Testamente und gesetzliche Besitzübertragung. Im 4. Jahrhundert waren etwa die Hälfte des Landes und ein Viertel der Bevölkerung des Römischen Reiches im Besitz der Priesterschaft. Als Kaiser Konstantin mit seinem Senat das Christentum offiziell als Staatsreligion anerkannte oder mit anderen Worten das wahre Christentum entführte, war dies mehr als eine Fusion oder eine feindliche Übernahme anstatt einer echten Revolution. Der Reichtum der Priesterschaft wurde lediglich zum unmittelbaren Besitz der christlichen Kirchen, während sich die Priester nun als Christen deklarierten. Die Regierung machte ohne Störungen weiter wie bisher. Die heidnischen Götter und Göttinnen wurden kunstvoll mit neuen Namen aus dem Christentum versehen. Und da gehen wir in eine extra Fußnote, die wir dank Viktor nochmal schnell übersetzt haben heute. Die bezieht sich auf das Buch
The Middle Ages Revisited, also das Mittelalter überprüft, oder die römische Regierung und die Religion und ihre Beziehung zu Großbritannien, ein Buch von 1899 von Alexander Delmar. Dort steht geschrieben auf Seite, warte mal, da steht hier, welche Seite das ist, Seite 86 in dem Buch, Zitat, der Versuch, den Gratian unternahm, also Gratian ist einer der römischen Kaiser zu der Zeit, um diesen riesigen Besitz zu konfiszieren, kostete ihm Thron und Leben. Nero sagt hier eine weitere Fußnote, die der Viktor hinzugefügt hat aus Gibbons Buch, Kapitel 15. Nero hatte zuvor die Kirchen in Rom geplündert, um die Stadt nach dem großen Brand wieder aufzubauen. Diokletian und seine imperialen Koadjutoren, mit Ausnahme von Konstantin Chlorus, zerstörten die jetzt sogenannten christlichen und anderen ketzerischen Tempel, verkauften ihre Besitztümer in einer öffentlichen Versteigerung und führten den Erlös dem Kaiserreich zu. Der Konstantin Chlorus ist einer der Söhne des Kaisers Konstantin, den wir ja bereits aus 321 kennen, von dem wir gerade gelesen haben. Theodosius war erfolgreicher. Vergebens protestierte Symmachos, dass die Stände, die den Tempel, den Vestalinen und den religiösen Offizieren heilig gewidmet waren, nun vom Finanzministerium zurückgehalten wurden. Der Senat erhielt schlechte Anweisungen und als er das Christentum offiziell als Religion des Reiches annahm und die heidnische Hierarchie Kraft dieser Gesetzgebung augenblicklich von einer christlichen Hierarchie abgelöst wurde, wurden diese zum rechtmäßigen Erben der Besitztümer und die Einnahmen der ehemaligen. Anstatt von Armut durchdrungen zu sein, wie es die christliche Kirche war, war die christliche Kirche, wie einige vermuteten, von zu Beginn ihrer offiziellen Karriere der Eigentümer de jure von wahrscheinlich der Hälfte der Länder und ein Viertel der gesamten Bevölkerung als Anhänger. Kein Wunder, dass die heidnischen Priester, während Dr. Taylor es mitteilte, den Lebensunterhalt und den Einnahmen folgten und sich zu Christen erklärten, also Katholiken, um das mal eben deutlich zu stellen, damit sie ihren Lebensstil weiterhin genießen könnten. Dieser enorme Wohlstand nahm mit der Zeit auch nicht ab. Chilperic sagt einige Jahrhunderte später, Zitat, unser Finanzministerium ist verarmt und alle unsere Reichtümer werden dem Klerus übertragen. Jetzt regiert keiner mehr außer die Bischöfe, die in Prunk leben. Wie ist denn das in Deutschland, der Bischof Limburg da? Während wir ziemlich in den Schatten gestellt sind. Ende Zitat. Charles Martel fand heraus, dass alle Landgüter des Königreichs in den Händen des Klerus sind. Sie haben sogar einen großen Teil der Allodialgüter erworben. Um dem abzuhelfen, entfernte er zunächst die Altäre und ließ die Stände frei. Danach machte er einen einvernehmlichen Pakt mit Antichristpapst Gregor III. Und bestätigte damit Chilpericks Maxime der Mönche. Zitat, eine Krähe hackte anderen kein Auge aus. Pepin, der nicht in der Lage war, das gesamte von Martel konfiszierte Eigentum für die Kirche zu schützen, erließ eine Vorwarnung. Sie waren zuvor vom Bürgermeister des Palastes, Aubreuil, ausgestellt worden. Auf diese Weise belud der neue Monarch die Kirche mit Vorteilen. Die Spenden an die Geistlichen waren so groß, dass sie unter den drei Rassen unserer Könige mehrmals den vollen Wert aller Länder des Königreichs erhalten haben mussten. Diese Bereitschaft der Kirche war eine ständige Quelle der Meinungsverschiedenheiten zwischen den weltlichen und kirchlichen Mächten. Und dann gehen wir in eine weitere Fußnote, zu der wir gleich kommen. Danke noch einmal, Viktor, für die tolle, schnelle Übersetzung dieser Fußnote hier. Das Fruchtbarkeitssymbol über dem Pantheon, das die Königin Cybele als Mutter aller Götter symbolisierte, wurde von Cybele und die Götter umbenannt in Maria und alle Heiligen. So, Pantheon, da müsste ich aber ein Bild von vorbereitet haben. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn ich das nicht hätte. Das war nämlich der alte römische Tempel, in dem die Götter in Rom angebetet wurden und der dann später durch einen Papst zu einer Kirche umfunktioniert wurde. Also zumindest sanktioniert wurde. Umbenannt in Maria und alle Heiligen. Der Tempel Apollos wurde zur Kirche Sankt Apollinaris. Der Tempel des Gottes Mars
das ist der Kriegsgott der Römer, wurde zur Kirche von St. Martina mit der Aufschrift »Der Mars wurde herausgeworfen, das Märtyrermädchen Martina beansprucht nun dessen Anbetung.« So einfach werden die Leute betrogen. Heilige Ikonen vom Apollo wurden nun als Jesus identifiziert. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, das hat einen ganz bestimmten Grund, dass ich diesen Satz grün angestrichen habe. Wir müssen verstehen, dass wenn die römisch-katholische Kirche von Jesus spricht, wenn der Papst von Jesus spricht, dann spricht er nicht vom Jesus der Bibel, sondern dann spricht er von Apollo. Dann spricht er von Tammuz. Dann spricht er vom Sonnengott. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig, um das zu verstehen. Dieses Kapitel, die apostolische Mission, die hier durchgeführt wird, den heidnischen Göttern, die ja keine Götter sind, biblische Namen zu geben. Nur wenn man das versteht, versteht man, was der Papst im Grunde sagt und was die römisch-katholische Kirche im Grunde sagt. Das ist der Unterschied zwischen der esoterischen und der exoterischen Lehre. Das, was wir hier lernen, ist esoterische Lehre, innere Lehre, die Lehre für die Eingeweihten. Dem normalen Menschen wird gesagt, komm in die Kirche und bete Jesus an, der hier bei uns am Kreuz hängt. Und in Wirklichkeit gehst du in die Kirche und betest den Sonnengott Apollo an. Weil dieser Sonnengott Apollo wird in der römisch-katholischen Kirche einfach Jesus genannt. Ein anderer Name, aber die Gottheit verändert sich nicht. Für uns schon. Wir würden als Christen sagen, wir beten Jesus an, aber da müssen wir nicht in eine Kirche gehen und einen Jesus anbeten, der an irgendeinem Kreuz hängt, über dem dann auch noch solche Buchstaben wie Inri stehen, die ja wieder eine andere Bedeutung haben. Wir müssen uns davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche sich nährt von unserer Ignoranz. Dass Apollo Jesus Christus in der römisch-katholischen Kirche darstellt, ist ganz offiziell leicht herauszufinden, wenn man authentische Geschichte studiert. Und deswegen ist das so wichtig, die wahre Geschichte zu kennen. Und deswegen ist es so wichtig, solche Bücher wie Herrscher des Bösen oder andere zu lesen. Ja? Ich kann da gar nicht oft genug drauf drücken, wie wichtig das ist. Wir werden alle an der Nase an der Nase herumgeführt. Ja? Weil einer spricht und sagt, ich glaube an Jesus und wir sagen, das ist ja wunderbar. Aber an welchen Jesus glaubst du denn? Welcher Amerikaner hat denn seine Regierung schon mal gefragt, wenn bei denen auf dem 1-Dollar-Schein steht, in God we trust, in welchen Gott ist das denn, in den ihr bitte schön vertraut? Wer hat denn damals Obama gefragt, als der 2008 mit seinem Slogan ankam, Change, we can believe in. Ja, wir wollen Veränderung in Amerika. Jeder hat gejubelt, ja, Veränderung, toll. Nur keiner hat gefragt, was denn für eine Veränderung, bitteschön? Wir sind einfach zu einfältig. Und ich meine alle wir, ich meine mich auch oftmals, ich falle auch noch oftmals auf diese Dinge hinein. Deswegen habe ich mich auch größtenteils von politischen Diskussionen komplett losgesagt, weil da wirst du nur an der Nase herumgeführt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Lass das doch von den Leuten machen, die gerne dieses Theater anschauen wollen. Die innere Lehre zu kennen, ist sowas von wichtig. Der Jesus der römisch-katholischen Kirche ist der Sonnengott Apollo und nicht der eingeborene Sohn unseres Vaters im Himmel. Ja, das guter Punkt, den du gerade machst, Jörg. Ich finde, das kann man natürlich auch jetzt dahingehend, wo wir auch uns ja auch, oder ja, während dieser Lesung von hinter den Diktatoren, ja, ist mir auch klar geworden, natürlich. Ich meine, mein Opa hat damals lieber irgendwie das tolle Buch angeblich von Hitler geschrieben, ja, gelesen, anstatt in der Bibel zu lesen. Und wo das hingeführt hat, ja, das, glaube ich, kann jeder Deutsche ganz gut heute auch spüren. Das können wir noch nachvollziehen, ja. Wohin das geführt hat.
Es ist so wichtig, Viktor, deswegen mache ich den Punkt eben gerade nur, dass wir uns darüber informieren, was wird eigentlich damit gemeint, wenn bestimmte Dinge gesagt werden. Weil nicht alles ist, wie es scheint. Und wenn jemand zu mir sagt, ich glaube an Jesus Christus, ist das ja schön und gut, aber an welchen Jesus Christus glaubst du denn? Glaubst du an den Jesus Christus der Bibel oder glaubst du an den römisch-katholischen Jesus Christus? Ja, ist denn da ein Unterschied? Ja, weil die römisch-katholische Kirche lehrt den Sonnengott Apollo als Jesus Christus und die Bibel lehrt den eingeborenen Sohn des Vaters im Himmel. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Und so ist das mit vielen Dingen. Dieses ist nun ziemlich offensichtlich, aber es geht ja mit der Benennung um Gott genauso. Und wir kommen ja auch später noch auf die Himmelsgöttin zu sprechen, Maria-Anbetung und dieser ganze Quatsch. Das ist ja auch, also abgesehen davon, dass Maria eine ganz normale Frau war, die dann in Rom natürlich so vergöttert wird als ewige Jungfrau und all diese ganze Blödsinn damit bei, muss man ja auch nochmal wissen, selbst wenn das dann so wäre, ewige Jungfrau und alles damit bei, nein, die römisch-katholische Kirche meint mit Maria nicht die biologische Mutter Jesu Christi, sie meint die Himmelskönigin, sie meint Semiramis, sie meint die Gattin des Sonnengottes. Ja? Und das ist so was von wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil sonst läuft man von einer verkehrten Kirche in die nächste verkehrte Kirche. Deswegen kann ich nur die Worte unseres Herrn in Offenbarung 18, Vers 4 hier wiederholen. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Seid nicht Mitglied in irgendeiner Kirche. Alle Kirchen heutzutage sind korrumpiert. Sucht Gemeinschaft unter Gleichen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, in deren Mitte will ich sein, hat Jesus Christus gesagt. Mehr braucht man nicht. Und dann spreche ich von dem Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn des Vaters im Himmel, der Bibel und nicht von Apollo. Ja, ich denke auch. Also ne, lieber sich Jesus Christus im Herzen anschließen, im Geiste, als statt wieder irgendwelchen weltlichen Führern hinterher zu rennen. Genau. Genau so ist das. Heilige Ikonen von Apollo wurden nun als Jesus identifiziert. Und die Kreuze von Bacchus und Tammuz, das T von Tammuz steht für das Kreuz, wurden als das offizielle Symbol der Kreuzigung Jesus akzeptiert. Antichrist Papst Leo I. verfügte, dass, Zitat, St. Petrus und St. Paulus, Romulus und Remus als die bisherigen Schutzpatrone Roms ablösten. Und auch hier gehen wir jetzt in die extra PDF, in die extra Fußnote, die Viktor uns vorbereitet hat, ein. Ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt. Das ist aus demselben Buch, wie wir gerade eben bereits gelesen hatten, also das Mittelalter überprüft von Alexander Delmar. Jetzt auf Seite 144 bis 46 lesen wir, Zitat, der erste Artikel der römischen Verfassung und der römischen Kirche vom 1. bis zum 4. Jahrhundert, der Grundlage des Heiligen Reiches, dem Grundstein der imperialen Zivilisation, war die Verehrung von Julius Caesar oder von Augustus oder von deren offiziellen Nachfolger, den regierenden Kaisern von Rom. Wir dürfen hier uns daran erinnern, dass Julius Caesar 44 vor Christus der erste römische Kaiser war, der den Titel Pontifex Maximus angenommen hat. Die Errichtung dieser Anbetung als nationale Religion und den Gebrauch von Grundbesitz, Sklaven, Zehnten, also Zins, und anderen Eigenschaften, Einnahmen oder Ressourcen des Staates für seine Erhaltung. Die erste Änderung, die das Christentum anstrebte, bestand darin, diese gottlose und erniedrigende Anbetung abzuwehren. Diese Veränderung wurde so geräuschlos herbeigeführt, dass die neue Religion beinahe an ihre Stelle als Rechtsreligion des Staates gerutscht ist, bevor eine allgemeine Unruhe ausgelöst wurde. Das Christentum verbot den Römern einen himmlischen Platz anstelle einer irdischen Gottheit an. Das Christentum bot den Römern einen himmlischen Platz anstelle einer irdischen Gottheit an. Ein stellvertretendes Sühnopfer für die menschliche Sünde anstelle von grenzenlosem Ehrgeiz und Grausamkeit. Ein Bild vom irdischen Leben eines reinen und liebevollen Erlösers im Gegensatz zu Gewalt, Sinnlichkeit und Gebrechen und Verbrechen der vergötterten römischen Herrscher.
Das Christentum, das wahre apostolische Christentum, bot Hoffnungen auf soziale Freiheit an, war ein Zeichen für die Erleichterung der Kaste und der Sklaverei und versprach mit diesen Reformen eine Wiederherstellung der Familie. Dies sind Gründe, die stark genug sind, um seine Annahme in Rom ohne das Eingreifen von Wunden zu erklären. Ihre besondere Eignung für Rom ist genau das, was es vorübergehend für die Provinzen qualifizierte und seine Akzeptanz an von allen der Hauptstadt entfernten Orten verzögerte. Also, ihre besondere Eignung für Rom, als die Religion von Galatien in Rom mehrere hundert Jahre lang ausgeübt wurde, degenerierte sie in Galatien bis zur Unkenntlichkeit. Galatien ist das nicht in Frankreich, meine ich. Die Goten sahen hinter sich eine Fortsetzung der Hierarchie und lehnten sie leidenschaftlich ab, während die Hebräer sich hartnäckig weigerten, die Anbetung Jehovas durch ihn zu ersetzen. Durch das Anbieten eines sündlosen Sohnes Gottes anstelle des souveränen Pontifex von Rom übte das Christentum den Hauptzweck seiner Mission auf einen Schlag aus. Die von der Reform vorhergesagten Prinzipien sollten mit der Zeit aufblühen. Am Anfang hörte es daher praktisch mit dieser einfachen Veränderung auf und verlangte wenig mehr als den Glauben an den Christus, eine Forderung, die Theodosius durch die strengen Strafen, die er an Nichtübereinstimmung stellte, zur Geltung brachte. Das Wesen des Reiches wurde durch diesen Religionswechsel nicht verändert. Es war immer noch eine Hierarchie. Es war immer noch das Heilige Reich, tatsächlich heiliger als zuvor. Sein Kaiser war immer noch der Heilige Kaiser und war jetzt als christlicher Pontifex Maximus der Stellvertreter Christi auf Erden. Die Gesetze, die Sitten, die Moral, Gebräuche, Symbole und Zeremonien Roms blieben für eine Zeit im Wesentlichen unverändert. Sie haben halt nur andere Namen bekommen. Mosheim bemerkt vorsichtig, auch ein Historiker, dass, Zitat, die primitiven Christen die gleichen Begriffe benutzten wie die heidnischen Mysterien und einige der Riten und Zeremonien übernahmen, aus denen diese bekannten Mysterien entstanden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Saturnalien Weihnachten. In Rom und danach in den westlichen Provinzen der Umweltorganisation, den Priestern, Gewändern, Ländern, Schätzen, Erträgen, Lebensmitteln, Sklaven, Mysterien, Riten, Bräuchen, Zeremonien, Festen, Symbolen, Eigenschaften, Tierkreise und Kalendern des Heidentums wurden alle oder fast alle von den frühen Katholiken übernommen. Einige von ihnen sind als Türme, Glocken, Kreuze, Tonsuren, also das ist der kahlgeschorene Kopf, Gauner und dergleichen so alt, dass sie auf der ägyptischen Rolle von Anni aufgemalt und im Totenbuch niedergeschrieben sind. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne. Moderne Werke zur Architekturgeschichte bemerken Kirchtürme und Türme nicht weiter als die Normannenzeit. Die römischen heidnischen Tempel wurden zu christlichen umgebaut oder umbenannt, wie wir hier im Pantheon immer noch sehen. Ja? Manchmal durch bloße Erneuerung, wie das Caesarium von Alexandria. Athanasius, ein weiterer Historiker, sagt, es sei wieder aufgebaut worden, wird aber in dieser Behauptung von den anderen kirchlichen Schriftstellern nicht unterstützt. St. Peter und St. Clemens von Rom, die Kathedralen von Köln, Notre Dame, also Paris, Westminster, St. Stephens und St. Paul's von London und hunderte anderer christlicher Kirchen auf den Städten der heidnischen, die auf den Städten von heidnischen Tempeln stehen. Ja, und der Petersdom in Rom steht auf dem vormaligen Circus Maximus, sollte man auch vielleicht mal wissen. Also, manchmal durch bloße Erneuerung, wie das Caesarium von Alexandria, das Augusteum von Ankara, der Tempel der himmlischen Venus in Karthago oder das Pantheon von Rom, hier bitteschön das Bild, früher Kybele und anderen, allen anderen Göttern gewidmet, später Maria und den Heiligen, das hatten wir ja gerade eben schon gelesen, von Papst Bonifatius IV., der sagt in einer Inschrift, die sich auf dem Gebäude befindet, dass es Jove und allen Göttern gewidmet war. Brady sagt, es sei Kybele und alle Götter gewesen. Der Leser kann zwischen diesen Autoritäten wählen. Eine Reihe ähnlicher Versöhnungen wird in Rudolf Licianis' Antikes Rom erwähnt. Unter ihnen ist der Tempel von Mater Matuta, jetzt San Stefano oder St. Stephens von Rom. Manchmal wurden sie verändert, indem die heiligen Gebäude abgerissen und mit ihrem Material neue gebaut wurden. Auch interessant, um das auf die Art und Weise zu machen.
die Metempsychose von Tempeln ähnelt, also das ist ja dann so etwas wie Metamorphose, ähnelt der von religiösen Zeremonien. Belzoni, ein Historiker, berichtete, dass die Pyramiden, eine der kleineren, aus den Materialien noch älterer Tempel gebaut wurden, auf denen viele Steine mit Inschriften versehen waren, die ihre entfernte Antike kennzeichnen. Dieselbe Aussage wird von Perrot und Chippies gemacht, in Egyptian Art. In ähnlicher Weise haben die Römer die Etrusker ausgeraubt, deren viele Götter heute in unserem Museum stehen, die falsch mit römischen Namen belegt sind. Der Petersdom, fast ausschließlich aus uralten geschnitzten Steinen, und ihre Errichtung hat klassische Überreste stärker verletzt als 10 Jahrhunderte Barbarei. Entschuldigung. Wenn wir die Römer ausgeraubt haben, werden wir der Reihe nach beraubt. Das Naturgesetz ist die ewige Evolution. Es gab sogar Fälle, fährt der Autor hier fort, in denen der ursprüngliche heidnische Name des Tempels erhalten blieb. So wurde der Tempel von Apollo als Kirche von St. Apollinaris und der Tempel von Mars als Kirche von St. Martina umbenannt. Letzterer mit dieser Inschrift. Zitat: Mars stieß daher raus, Martina die Märterin, beansprucht nun die Verehrung, die ihm bezahlt wurde. In Deutsch, ich spare mir hier das Lateinische. Die Begräbnisstätte der heidnischen Tempel war legal von den christlichen Gemeinden erworben und ohne Unterbrechung weiter verwendet worden. Der Friedhof von Montmartre in Paris hat seinen Namen von dem Marstempel erhalten, der während der römischen Zeit auf dem Hügel stand. Wahrscheinlich wurde es daher seit über 18 Jahrhunderten als Begräbnisstätte genutzt. Während des Reiches gab es in Rom 424 Tempel. Mittlerweile gibt es 365 Kirchen, für jeden Tag eine, die sie ersetzen. Der Unterschied liegt bei etwa einem Siebtel. Viele dieser Kirchen stehen auf dem Gelände der antiken Tempel und sind aus dem gleichen Material gebaut. Aus Lazzanis antikes Rom zwischen 382 bis 8 nach Christus gab es viele heidnische Tempel und Altäre in allen Straßen Roms, sagt der heilige Ambrosius an den Kaiser Valentin II. So, das war ein schöner kleiner Ausflug in diese extra Fußnote. Wofür nochmal herzlichen Dank, Viktor, dass du die Arbeit gemacht hast, und gleich werde ich euch nochmal woanders hin entführen. Denn Tapasorsi fährt hier fort und sagt, heidnische Feste wurden ebenfalls christianisiert. Es wurde behauptet, dass am 25. Dezember, dem Geburtstag einer Vielzahl von Göttern, darunter auch Saturn, Jupiter, Tammuz, Bacchus, Osiris und Mithras, nun auch Jesus geboren sein sollte. Tja, und alle diese Götter sind ein und derselbe Nimrod, der erste Sonnengott. Somit wurde das traditionelle Fest Saturnalia, die Jahreszeit der Betrunkenen, des ausgelassenen Feierns und des sich gegenseitige Geschenkemachens, zu Weihnachten. So, da könnt ihr euch mein Video zu anschauen, von Babylon nach Rom. Ich werde das hier mal eben kurz öffnen. Ich habe ja hier den Link extra reingegeben und dann können wir uns das kurz anschauen. Das ist ein Video, das ich gemacht habe im Rahmen der Lesung von Babylon nach Rom. Ihr erinnert euch, mein allererstes deutschsprachiges Video, das war die Einleitung zu der Buchlesung von Alexander. Hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube. Von Alexander Hislops Buch von Babylon nach Rom. Weihnachten, Kapitel 3, erster Teil, Feste. Das kann man sich gerne mal anschauen, auch wenn wir Weihnachten jetzt im Augenblick, wir sind ja im Februar, gerade hinter uns haben, kann man sich das gerne mal anschauen. Da erklärt Alexander Hislop in seinem Buch The Two Babylons oder von Babylon nach Rom diesen heidnischen Hintergrund des Weihnachtsfestes in diesem Video. Ich werde den Link hier in die Beschreibungsbox des Videos hier mit reintun. Und außerdem werde ich zur besseren Erklärung hierzu einen kleinen Ausflug machen in das Buch Babylon Mysterienreligion von Ralph Woodrow, das im Original 1966 erschienen ist, und werde hier in das vierte Kapitel kurz reingehen. Das vierte Kapitel, das heißt Heilige, Heiligen Tage und Symbole, und in dem Unterkapitel Heiligenverehrung eine Fortsetzung der Vielgötterei. Da werden wir noch besser verstehen, was Tapasorsi in weniger Worten in seinem Buch Herrscher des Bösen hier uns mitteilen möchte.
Wir werden das heute wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber dann lesen wir halt nächste Woche weiter. Aber erstmal sehen, wir haben ja noch kleine 12 Minuten. Wenn wir uns wieder der Mutter der falschen Religion, Babylon, zuwenden, so stellen wir fest, dass die Menschen zu einer Vielzahl von Göttern gebetet und diese verehrt haben. Tatsächlich entwickelte sich das babylonische System dahin, dass es etwa 5000 Götter und Göttinnen vorweisen konnte. So wie die Katholiken von ihren Heiligen, so glaubten auch die Babylonier, dass ihre Götter einst lebende Helden auf der Erde waren, aber sich jetzt auf einer höheren Ebene befinden. Jeder Monat und jeder Tag des Monats stand unter dem Schutz einer besonderen Gottheit. Es gab für jedes Problem einen Gott, sowie für jeden Beruf und für jede Lebenslage. Ich möchte nochmal eben ein anderes Bild nehmen. Ich habe hier nämlich ein Bild auch von dem Cover des Buches. Guck mal. Ja. Und dann wollen wir eben sehen, ob ich das hier drin finde. Dann kann ich euch inzwischen das Cover des Buches zeigen. Ach, ja. Der Computer arbeitet sowas von langsam. Manchmal ist halt schon ziemlich alt. Na, jetzt finde ich es doch nicht hier. In Deutsch. Das ist das Buch. Das sind die ganzen Seiten. Ich habe das ganze Buch gescannt hier. Ne. Hier finden wir es. Das ist der Umschlag des Buches. Können wir uns das in der Zwischenzeit anschauen. Aus diesem Buch lese ich jetzt im Augenblick das 4. Kapitel vor. Von Babylon aus verbreiteten sich solche Konzepte von den Göttern unter den Nationen, wie auch die Anbetung der großen Mutter. Selbst die Buddhisten in China hatten ihre Anbetung von verschiedenen Gottheiten, wie die der Göttin der Seeleute, des Kriegsgottes, der Götter für spezielle Nachbarschaften oder Berufe. Die Syrer glaubten, dass die Kräfte bestimmter Götter auf bestimmte Gebiete begrenzt waren, wie ein Ereignis in der Bibel berichtet. Ihre Götter sind Berggötter, darum waren sie uns überlegen. Jedoch lasst uns in der Ebene mit ihnen kämpfen, wo wir ihnen nicht überlegen sein werden. Aus 1. Buch Könige, Kapitel 20, Vers 23. Als Rom die Welt eroberte, waren genau diese Gedanken und Vorstellungen zu finden, wie die folgende Skizze zeigt. Das ist also hier, was wir hier sehen. Kommen wir gleich drauf. Brigit war die Göttin der Schmiede und der Dichtkunst. Juno Regina war die Göttin der Frauen und der Ehe. Minerva war die Göttin der Weisheit, der Kunsthandwerker und der Musiker. Venus war die Göttin der sexuellen Liebe und der Geburt. Vesta war die Göttin der Bäcker und der heiligen Feuer. Ops war die Göttin des Reichtums. Ceres war die Göttin des Getreides, des Weizens und aller Vegetation. Das englische Wort Cereal, Getreide, stammt von ihrem Namen. Bacchus war der Gott der Freude und des Weines. Merkur war der Gott der Redner und kam in den alten Fabeln selbst als Redner vor. Das erklärt auch die Tatsache, dass die Einwohner von Lystra glaubten, Paulus sei der Gott Merkur. Ja, wie wir in Apostelgeschichte Kapitel 14, Verse 11 und 12 lesen. Die Götter Castor und Pollux waren die Beschützer Roms und die der Seereisenden in Apostelgeschichte 28, 11. Kronos war der Wächter über Eide. Janos war der Gott der Türen und Tore, der übrigens der Namensgeber des Januars ist. Es gab Götter, die leiteten jeden Augenblick des Lebens. Da waren die Götter des Hauses und des Gartens, des Essens und Trinkens, der Gesundheit und der Krankheit. Die Vorstellungen, verschiedene Ereignisse des Lebens mit Göttern und Göttinnen zu assoziieren, was nun im heidnischen Rom seinen festen Platz hatte, bedurfte nur eines kleinen weiteren Schrittes, bis sie schließlich auf die Kirche von Rom übergriff. Da etliche aus dem Heidentum Bekehrte sich weigerten, sich von ihren Göttern zu trennen, es sei denn, sie konnten einen befriedigenden Ersatz dafür im Christentum finden, wurden die Götter und Göttinnen umbenannt und zu Heiligen gemacht.
Der alte Gedanke, bestimmte Berufe und Tage mit Göttern zu verknüpfen, wird in der römisch-katholischen Kirche im Glauben an die Heiligen und an die heiligen Tage fortgeführt, wie es auf vielen Kalendern, den sogenannten Namenstagen, angezeigt ist, mit diesen Namenstagen angezeigt ist. Jeder Tag des Jahres ist einem Heiligen geweiht. Und es gibt Verzeichnisse, welcher Heiliger der besondere Schutzpatron für den jeweiligen Beruf ist, zum Beispiel St. Barbara der Bergleute. Bei bestimmten Krankheiten und Problemen soll man jeweils den zuständigen Heiligen anrufen, zum Beispiel bei Augenkrankheiten St. Lucia, um Kinder zu bekommen St. Felicitas, bei Feuer St. Laurentius und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, das ist sehr interessant und geht im Grunde auch sehr tief. Zum Beispiel haben wir ja am Anfang von Herrscher des Bösen bereits gelernt, dass an einem bestimmten Tag, an dem der Prozess gegen Tapassos eröffnet wurde, dass der Feiertag des heiligen Ignatius von Loyola war. Es ist wichtig, und ich möchte das hier ganz sicher nicht unter den Teppich kehren, sondern mit Nachdruck noch einmal erwähnen, in der Bibel sind die Heiligen die lebenden Folger Jesu Christi. In der römisch-katholischen Kirche muss man tot sein, um heilig zu sein, und wird man heilig gesprochen nur vom Papst nach einer Seligsprechung. Aber heilig kann nur derjenige einen machen, der selber heilig ist. Der Papst ist nicht heilig, aber unser Vater im Himmel ist heilig. Und wer ihm folgt und seinem Sohn folgt und an ihn glaubt und seinen Sohn bekennt, der ist heilig nach der Bibel. Ein ganz großer Unterschied mit der römisch-katholischen Lehre hier. Sankt Hubert wurde etwa im Jahr 656 geboren und er erscheint in unserer Liste als Schutzpatron der Jäger und als Heiler der Tollwut. Vor seiner Bekehrung verbrachte er den größten Teil seiner Tage mit der Jagd. Nach der Legende verfolgte er an einem Karfreitagmorgen einen großen Hirsch, der sich plötzlich umwandte. Er sah ein Kreuz zwischen dessen Geweih und hörte eine Stimme, die ihm sagte, er solle sich zu Gott bekehren. Aber warum zu Heiligen beten, wenn man doch als Christ Zugang zu Gott hat? Die Katholiken werden gelehrt, dass sie durch Gebete zu Heiligen Hilfe erlangen könnten, die Gott möglicherweise sonst nicht geben würde. Katholiken wird gelehrt, Gott zu verehren und dann zu beten, erst zu der heiligen Maria, den heiligen Aposteln, den heiligen Märtyrern und allen Heiligen Gottes, sie als Freunde und Beschützer zu betrachten und ihre Hilfe in der Stunde der Bedrängnis zu erflehen, in der Hoffnung, dass Gott dem Patron gewähren wird, was er dem Bittenden sonst eventuell verweigern würde. Alles zusammengenommen macht deutlich, dass das römisch-katholische System der Schutzheiligen entstanden ist aus dem alten Aberglauben an Götter, denen Tage, Berufe sowie alle Lagen des Lebens geweiht waren. Viele der alten mit den heidnischen Göttern assoziierten Legenden wurden auf die Heiligen übertragen. Sogar die römisch-katholische Enzyklopädie schreibt, dass diese Legenden die Vorstellungen, die in den vorchristlichen religiösen Erzählungen gefunden wurden, wiederholen. Die Legende ist nicht christlich, nur christianisiert. In vielen Fällen hat sie offensichtlich den gleichen Ursprung wie der Mythos. Die Antike verfolgte Quellen, deren natürliche Elemente sie nicht verstand, zurück bis zu den Helden. Dies war auch der Fall mit vielen heiligen Legenden. So war es nun nicht mehr schwierig, die Vorstellungen, die die Menschen der Antike über ihre Helden hatten, auf die Märtyrer des Christentums zu übertragen. Diese Übertragung wurde auch von den zahlreichen Fällen unterstützt, in denen christliche Heilige die Nachfolger der lokalen Gottheiten wurden und die christliche Anbetung die uralte ortsansässige Religion ersetzte. Dies erklärt die große Anzahl von Ähnlichkeiten zwischen Göttern und Heiligen. Als Heidentum und Christentum vermischt wurden, also 321, erhielt manchmal ein Heiliger einen ähnlich klingenden Namen wie der heidnische Gott oder die Göttin, den oder die er ersetzte. Die Göttin Victoria, die im französischen Alpenvorland angebetet wurde, heißt nun
Saint-Victoire. Chiron wurde in Sankt Ceranos umbenannt. Artemis wurde zu Artemidos. Dionysos zu Sankt Dionysos und so weiter. Die Göttin Brigitte, die als Tochter des Sonnengottes angesehen und die mit einem Kind in ihren Armen dargestellt wurde, wurde einfach zur heiligen Brigitte umbenannt. In heidnischen Zeiten dienten in ihrem Haupttempel bei Kildare auf Irland Vestalinen, die die heiligen Feuer hüteten. Später wurde ihr Tempel ein Kloster und ihre Vestalinen wurden Nonnen. Sie fuhren fort, das rituelle Feuer zu hüten, und nur wurde es nun das Feuer der heiligen Brigitte genannt. Der besterhaltene antike Tempel von Rom ist das Pantheon. Das Bild hatten wir ja bereits gesehen in der Lesung heute. Früher war es Jove, Jupiter, und allen Göttern gewidmet, gemäß der Inschrift über den Portikus. Antichrist Papst Boniface IV. Weihte das Pantheon der Jungfrau Maria und allen Heiligen, also er machte es zu einer Kirche. Eine solche Art der Vorgehensweise war nicht ungewöhnlich. Zitat: Es wurden des Öfteren Kirchen oder Ruinen von Kirchen an Plätzen gefunden, wo ursprünglich heidnische Heiligtümer oder Tempel standen. Es kam auch vor, dass der Heilige, dessen Hilfe an einem christlichen Heiligtum erbeten wurde, äußerliche Analogien zu der Gottheit aufwies, die vorher an diesem Platz verehrt wurde. So geschah es in Athen mit dem Heiligtum des Heilers Asklepios. Als es eine Kirche wurde, weihte man sie zwei Heiligen, die die christlichen Athener als Wunderheiler anriefen, Kosmas und Damian. Eine Höhle, die in Bethlehem als Geburtsstätte Jesu ausgegeben wird, war, wie Hieronymus berichtet, in Wirklichkeit ein Felsenheiligtum, wo der babylonische Gott Tammuz angebetet wurde. Die Beziehung Jesus-Tammuz wieder. In der heiligen Schrift der Bibel ist nirgends zu lesen, dass Jesus in einer Höhle geboren wurde. Das Kapitel geht hier weiter, aber erstens ist unsere Zeit zu Ende, zweitens ist das auch das Wichtigste, was ich im Zusammenhang mit dem Kapitel 2 aus Herrscher des Bösen heute vorlesen wollte, und damit beende ich die Lesung für mich hier heute und gebe meine abschließenden Worte an erstens Stefan, den wir bis jetzt noch gar nicht richtig gehört haben, und danach an Viktor, um diese Lesung für heute zu beenden. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Jörg. Erstmal ganz herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Lesung. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir ein sehr kurzes Kapitel heute haben. Und ich hatte auch meine Gedanken, ob wir damit überhaupt die Stunde füllen können. Nicht bei mir. Weil Tapasossi ja doch das sehr komprimiert in diesem Kapitel behandelt, sage ich mal. Und ja, also ich bin jetzt ziemlich baff. Ich hatte mir so ein paar Anmerkungen gemacht, die ich gerne bringen wollte, die aber jetzt durch diese, sage ich mal, zusätzlichen PDFs von Viktor eigentlich allesamt behandelt wurden. Und jetzt sind wir sogar mit der Stunde nicht hingekommen. Also ich bin erstmal sehr überrascht, dass das so abgelaufen ist und bin aber sehr beeindruckt davon. Also es war eine super Vorlesung. Und auch mit diesen ganzen Zusatzinformationen, die Viktor hier noch zusammengeführt hat und auch eben aus dem Buch, was du da noch zitiert hast. Also sehr herzlichen Dank dafür und war super. Habe ich jetzt auch noch sehr viel zusätzliche Sachen gelernt, obwohl ich das ja übersetzt habe. Und ja, vielen Dank dafür. Ja, bitteschön. Dann überlassen wir mal Viktor die letzten Sätze aus der Lesung heute. Bitteschön, Viktor. Ja, das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich kann mich da auch nur den Worten von dem Stefan anschließen. Ich kann ja zunächst einmal noch kurz eine Steilvorlage, die mir quasi jetzt der Bruder Michael oder uns der Bruder Michael noch quasi so zur Verfügung stellt. Einmal im Chat ist der allerletzte Beitrag. Dort ist ein Bild abgelichtet. Das kannst du ja einmal auch dann noch mal groß machen. Das zeigt noch mal so ganz gut wieder auch, wohin oder diese Wurzeln, ja, dieses römisch-katholischen Aberglaubens und wo halt, sage ich mal, diese ganzen, ja, Götter und oder Götzen,
die dort genannt werden, jetzt in dem Bild, ja auch immer so ein bisschen, ne, epochal, also für jede Region oder Zeit hat man den Menschen damals halt irgendwas vor die Nase gesetzt, was sie anbeten konnten. Und ja, ich meine, siehst du ja selbst auch in der Bibel, steht es ja auch beschrieben, zum Teil hat es ja auch so weit geführt, dass selbst im Volk Israel die Leute dann das goldene Kalb angebetet haben oder da drumherum getanzt haben. Oder und in Jeremia die Himmelskönigin ihr Kekse gebacken haben. Ja, genau. Kapitel 44 und in Ezekiel 25 Männer sich auf dem Tempel dem Osten der Sonne hinzugewendet haben. Ja. Ja, und ich glaube, wir haben hoffentlich mit dieser Lesung hier heute da auch die nötigen Informationen den Leuten geliefert, deinen Zuhörern und Zusehern und ja, alle, die jetzt das, ja, diese Informationen jetzt, sage ich mal, zu Gemüte sich geführt haben, wirklich begreifen, woher die Wurzeln, ja, des, ich sagte es ja gerade schon, dieses römisch-katholischen Aberglaubens, der, sage ich mal, uns heute mehr denn je, ja, sage ich mal, umzingelt. Und ganz, ganz großen Dank auch nochmal, auch jetzt von mir noch, das für deine auch Hinzufügung, das, was du gerade noch zuletzt vorgelesen hattest. Ich denke, das macht das Bild auch nochmal so ganz, ganz rund so. Und ja, sollte jeder doch dann auch vielleicht mal zumindest sich mal die Bibel auch mal durchlesen oder mal anfangen zu lesen, denn da stehen auch ganz interessante, informative Wahrheiten drin, die jeder Mensch doch mal gelesen haben sollte. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich merke schon, mir werden die letzten Worte auch dann überlassen. Dann, ja, in der guten Stunde der Wahrheit-Tradition möchte ich dann auch abschließen mit den Worten: Lest eure Bibel und Maranatha.